Halt, falsche Richtung. Sag mal, ach so, da ist jetzt nichts mehr drin. Ja, jetzt schaffen wir es natürlich. Jetzt wird es natürlich noch knapper. Jetzt haben wir hier nur noch das komische Methan-Ding. So, und jetzt bringen das Teil mal schnell hierher, bevor die Zeit abläuft. Und dann wäre es natürlich cool, wenn es noch geklappt hat. Ja, das Teil hier lassen, packen wir auch mal raus. Refuel. Okay, was machen wir denn damit? Okay, gut. Das Ding ist fertig hier. Unser Launchpad. Da können wir jetzt anscheinend größere Dinger ranschmeißen. Was heißt denn? Ah, Next Launch. Okay. Das machen wir. Hallo? Ja. Okay, jetzt sehen wir hier wieder, was wir haben. Also wir haben jetzt hier, naja, unseren einen Typen. Der hat noch ein bisschen was zu futtern. Ein bisschen Wasser, aber da müssen wir definitiv noch was mitnehmen. Und ansonsten haben wir noch gar nichts. Überhaupt gar nichts. Okay, hat aber... Ach nee, hier, neue Rakete. Möglich. Aha. Ah, hier können wir... Uiuiuiui. Hier können wir so einen richtigen riesen Knüppel nehmen zum Schießen. Ach so, okay. Das hier ist dann so unsere Mini-Rakete. Und die hier wiegt natürlich dann einfach mal das Dreifache, aber dafür kann sie auch zumindest doppelt so viel tragen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und die kann dann eben auch Sachen hier tragen, die wir mit dem anderen hätten gar nicht transportieren können. Mineralextraktor, okay. Ah, cool, man kann die Sachen ja auch verschieben. Okay, Gips, was ist denn Clay? Schmutz oder sowas und Erz, ne? Es heißt Erz, ne? Einfach Erz. Also nicht, nicht Eisen in dem Fall. Gut, also Erz. Aha, die müssen alle von dem Mineralextraktor hier gemeint werden. Verstehe. Okay, und das braucht ein Launchpad, das haben wir jetzt. Und was ist das RMV-20? Okay, ah, damit können wir dann diese hässlichen Steine da wegräumen. Ja, das ist auch sehr, sehr sinnvoll. Machen wir jetzt allerdings noch nicht, sondern erstmal, also brauchen wir noch einen zweiten Astronauten? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir einen zweiten Rover? Nö, eigentlich nicht. Das reicht erstmal, ne? Sondern wir brauchen wahrscheinlich erstmal einen Haufen Zeugs hier und dann Wasser, Futter. Ja, könnten wir so machen, ne? Dann würden wir jetzt quasi nur so ein Teil rüberschießen, was einfach nur extrem viel Zeug mitbringt. Ja, das machen wir jetzt. So. Oh ja, diesmal ist es eine größere Rakete. Die Animation bleibt trotzdem dieselbe, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier sind nämlich vier Dinger, aber nur drei Strahlen. Das sagt eigentlich schon alles. Es wird geladen. So, ja. Verstehe. Oha, das ist wirklich eine andere Hausnummer als diese Teile hier. Ja, Kollege. Und was nun? Aha. Required to launch. Okay, also ich kann die Dinger anscheinend auch wieder, ich bin nicht sicher, ob zurückschießen oder was das jetzt genau bedeutet. Ich kann die auf jeden Fall wieder irgendwo hinschießen. So, also ich lasse den jetzt erstmal dahin latschen. Und wo ist denn unser Rover? Roverchen, hast du alles gemacht? Ja, du bist soweit fertig, ne? Dann machen wir ihm mal eine neue Route hier. Hallo, Route. Route. Ach so, das ging jetzt nicht, weil die alte Route da noch drin war. Das ist natürlich ein bisschen schwachsinnig. Ja, lassen wir ihn hier erstmal ein bisschen die Umgebung erkunden. Sonst hat er ja nichts zu tun. Kann der eigentlich auch was anderes als erkunden? Nee, ne? Der kann, glaube ich, auch nur erkunden. So. Gut. Da hat er jetzt erstmal ein bisschen zu tun, wenn auch diesmal nicht so lange. Und der Astronaut, hast du jetzt hier was geholt? Ich habe dich doch gerade dahin geschickt, oder? Fünf Dinger sind hier noch drin. Okay.
Füllt sich das auf? Ach, das füllt sich auf, oder was? Wie kann sich das denn auf? Ach so, der Methanreaktor steht hier dran, oder was? Hallo, Kollege? Irgendwie kommt das mit dem Methanreaktor, kommt hier nicht so ganz klar, oder? Hallo? Den kann ich nicht anwählen anscheinend, okay. Okay, er hat hier auf jeden Fall ein bisschen Gips gefunden. Das ist ja schon mal ganz schön. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier irgendwas mit dem Teilchen hier machen kann. Mit dem Methanreaktor. Nee, sieht irgendwie nicht so aus, oder? Naja gut, aber dieser Marslander füllt sich hier auf jeden Fall auf durch das Teil. Das ist ja schon mal gut. Bringt er das jetzt automatisch da wieder hin? Ja, tut er. Perfekt. Okay, dann können wir jetzt nämlich mal schauen. Ja, hier muss auf jeden Fall auch so ein Teil ran, auch so ein Methanreaktor. Gut. Weil das Teil hier muss ja auch irgendwie weg, weil das steht hier voll im Weg. Hier wird ja eigentlich weiter lang gebaut, quasi. So, wie viel ist hier noch? Ach, hier ist ja nur noch eins drin. Okay, perfekt. Aber da sind ja noch 20 drin. Was können wir jetzt bauen? Okay, also wir brauchen eigentlich was, um Wasser abzubauen. Raffinerie. Hä, wo läufst du denn da hin? Sag mal, da ist doch das Teil. Die 14% füllen sich hier nicht auf, ne? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Da ist ja kein... Also Methan benutzen wir anscheinend um... also nur zum Fliegen. Okay. Recycling Center. Zwei Energie. Okay. Aha. Okay, das Ding produziert also Wasser. Plus 0 bis 10 Wasser. Das ist ja mal interessant. Ist das Recycling Center jetzt das Ding, was ich hier auf dem Eis baue, oder? Aha, das soll... Ah, okay, gut. Also mit einem Kryotank muss das Teil erstmal verbunden werden. Also Kryotank. Kryotank Wasser. Soll ich das jetzt hier auf dem Eis bauen? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. So richtig viel hat er mir jetzt leider nicht geholfen, der Kollege hier bisher. Ja, ich baue das jetzt einfach mal hier da dran. So. Okay. Ja, gut, da kann ich jetzt noch nicht raufklicken, solange es noch nicht angefangen wurde zu bauen. Aha, zwei Supplies brauchst du. Ja, dann hol doch mal den zweiten, bitte. Solar Panel muss repariert werden. Ja, das ist ja weniger schön. Hier, reparier doch mal bitte das Solar Panel. Machst du das jetzt? Oh, ja, das ging überraschend schnell. Gut. Das Teil hier hat, okay. Build. Recycling Center. Aber Recycling passt doch eigentlich gar nicht, oder? Also, das Teil soll doch hier eigentlich Wasser schmelzen. Gut, keine Ahnung, vielleicht... Ah! Ah, doch, okay. Ah? Gut, ich baue da jetzt mal das Ding drauf. Wir können auch direkt schon gleich wieder das nächste Teil abschießen. Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, also ob man einfach die ganze Zeit immer abschießen sollte. Sobald es möglich ist. Also hier zum Beispiel können wir jetzt ja auf jeden Fall nichts draufschießen, weil das Teil hier, naja, steht ja da, wie soll man sagen, quasi im Weg. Also irgendwie läuft der immer ein bisschen in die Gurken hier, ne? Also, wenn der da fertig ist, läuft er einfach alleine hier nach oben. Was macht er denn da? Okay, jetzt kann ich wieder launchen. Dann probiere ich das einfach mal. Ein zweiter Kollege wäre sicherlich nicht verkehrt. Okay, jetzt kann ich kann jetzt keine größere Rakete machen, wahrscheinlich weil mein Teil halt besetzt ist. Okay, das macht auch Sinn. Wir nehmen auf jeden Fall einen Methanextraktor mit. Wir nehmen einen... Halt. Ach, wir nehmen mal so ein Forklift hier mit. Vielleicht bringt er uns ja weiter. Und ansonsten brauchen wir... Nee, Wasser brauchen wir nicht so viel. Sonst nehmen wir, glaube ich, vor allem... Futter mit. Wir haben ja noch 20 Teile da.
Also die 20 werden wir jetzt wohl nicht so schnell verbrauchen. Machen wir das mal. Das überspringen wir diesmal. Gut, obwohl das Überspringen dank des Ladebildschirms jetzt nicht so dramatisch ist, aber gut. Okay, jetzt, ja, das platzieren wir jetzt einfach hier mal. Ja, das nervt, dass das mal ausgeschaltet ist. Das Teil platzieren wir jetzt einfach hier. Ach so, man darf das natürlich auch nicht so weit weg hinpacken. Ja, okay, alles klar, ich verstehe. So, das Ding machen wir raus. Und jetzt wird hier schon mal, wird das schon mal aufgefüllt. Das Ding hat 95%. Recycling Center, was? Offline. Okay, wo gehst denn du jetzt hin? Was machst du denn da? Komisch. Gut, ein zweites Solar Panel muss auf jeden Fall her. Wir haben nicht genügend Power. So, jetzt müssten wir genügend Power haben. Aha, das Ding kann ich jetzt hier launchen. Alles klar. Machen wir einfach mal Launch. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ach so, das heißt einfach nur, dass wir ihn jetzt wieder abschießen, oder was? Okay. Ach so. Wie, und das Methan-Ding? Was ist das hier für ein komischer Extraktor? Der Extraktor wäre jetzt... Ach so, okay. Das heißt, wahrscheinlich kann ich hier... Kann ich die Sachen auch so auffüllen? Ah, aber dafür müsste ich erstmal Methan von irgendwoher kriegen. Wo ist denn mein Kollege hin? Was macht der denn da oben? Also, Water Recovered. 1 Liter pro Tag. Okay. 262 Liter. Dann dürfte sich das ja eigentlich gar nicht verändern, denn mein Hirsel hier braucht ja genauso viel. Na? Was? Was? Population is too low. Was? To support the colony? Was meint er denn damit? Okay, also man muss hier eine gewisse Population haben, ansonsten gibt es anscheinend Ärger. Ja, gut, was soll ich machen, ne? Kann ich das hier öffnen? Macht das jetzt Sinn? Ich öffne das mal. Aber irgendwie hat das jetzt nicht so viel Sinn gemacht, ne? Nee. Gut, ja, okay, wenn ich hier eine Population brauche, dann, was macht er denn? Was will er denn von mir? Ja, ist ja gut. Ich muss doch erstmal was machen, sonst kann ich doch hier nicht. Mann. So schnell bin ich doch nicht. So, und jetzt bauen wir noch zusätzlich hier noch so ein Vierer-Ding. Bauen wir jetzt hier hin. Erstmal müssen wir hier die Tür öffnen. Und hier, genau, da ist die Tür schon geöffnet. Denn hier muss ja jetzt erstmal Sauerstoff rein. Okay. Gut. Was? Recycling Center? Ah, Repair Cost. Ist ja schlecht. Junge, halt mal, reparier das mal. Wie kann ich denn das jetzt reparieren? Ich muss erstmal pick up. Okay. Hast du das jetzt repariert? Nein, hast du nicht. Wieso? Okay, also die Steuerung ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Nicht intuitiv. Ja, oder jedenfalls verwirrt das immer etwas, was er hier macht. Okay, jetzt hat er so ein Ding hier. Jetzt sage ich ihm hier, komm, Repair. Weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, wenn ich hier auf Repair klicke oder ob er das eh von alleine macht. Ich klicke jetzt mal hier irgendwo hin und klicke jetzt einfach mal hier rauf. Okay, das hat er jetzt anscheinend repariert. Gut. Wir haben jetzt 200... Wo läufst du jetzt hin und warum? Das verwirrt mich total, dass er einfach von sich aus irgendwo hinläuft. Ja, okay, Population is too low. Junge, bleib mal ganz entspannt. Ich bin nicht so schnell. Gut, jetzt, also wir bauen jetzt hier mal so ein Habitat. Dann kann hier nämlich auch gelebt werden. Genau, sehr gut. Ja, wir bauen jetzt hier zwar so eine Eisenfeld zu.
Erzfeld zu. So. Aber hier oben sind ja noch zwei Riesenfelder. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das schlecht ist oder schlimm. 3 Supplies brauchen wir dafür. Okay. Mir ist übrigens aufgefallen, ich muss das ja gar nicht abschicken an dem besagten Tag. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich noch eine kurze Sekunde halt warte. Ja, ist ja gut. Ist das Ding hier auch schon voll? Nee, 76%. Ach, ich kann ja das Teil hier mitnehmen. Ganz vergessen. Verdammt. Ach, wo läufst du denn hin? Warum? Hör doch auf. So, jetzt machen wir hier mal auf. Und jetzt müsste das ja... Hör doch mal auf, hier weg zu... Also, das ist ja wirklich schlimm. Was ist denn das für ein komischer Bug? Ich schicke den hier hin. Klick weg und er läuft in irgendeine Richtung, oder was? Ach, ist das einfach... Ist das so nach dem Motto... Ja, der hat auch einen eigenen Willen, oder was? Nein, das ist ja nur wirklich nicht so toll gemacht, Leute. Völlig verwirrend. Okay, wir können jetzt abschießen. Dann machen wir das mal. Machen wir das mal. Schießen wir mal ab und wir nehmen jetzt einfach mal einen Kolonisten mit. Wir versuchen es mal. Keine Ahnung, ob es möglich ist. Nö, können wir nicht. Ach, sie brauchen ein Launchpad. Verdammt. Und das ist ja gerade belegt. Ist das blöd. Gut. Okay, kein Launchpad. Also das Ding muss auf jeden Fall einen Methanextraktor mitnehmen, damit das sich wieder selbst auffüllt. Und einen Rover brauchen wir jetzt gerade nicht. Verdammt. Wie viel habe ich denn hier noch da? Ich habe noch ein bisschen was an Food, aber vor allem viel Wasser, viel Water. So, dann nehmen wir nochmal 240 Essen mit. Und so, und 10 davon. Ja, das klingt sinnvoll. Das machen wir. Den Methanextraktor haben wir auch dabei. Dann füllt sich das Teil direkt auf.